Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Anwaku LP. Let's play The Long Dark Survival auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Freunde, wir machen hier direkt weiter. Aufnahme läuft sehr gut. Ja, wir hatten jetzt einiges abgelegt, auch die große Waffe, weil wir wollten hier jetzt weiter erkunden. Erkunden und erforschen. Revolver haben wir ja mit. Gut. Da waren wir drinnen. Was ist er denn? Ein Wolf wäre, denke ich, gar nicht so schlecht. Fail, Freunde. Haben wir natürlich wieder Kleidungshaltbarkeit verloren. Ich wollte ihn eigentlich erschießen, aber ich wusste ja nicht ganz genau, wo der gewesen ist. Aber gut, versuchen wir hier weiter unser Glück hier weiter zu erforschen. Da hinten dürfte die Kirche sein. Haben wir hier jetzt alle Gebäude durchsucht? Das ist jetzt die Frage. Da waren wir auch. Ich denke, da gehen wir mal zu der Kirche und hoch zu dem Container. Genau, das wäre jetzt, denke ich, ein guter Plan so. Dass wir hier die Ausrüstung dann in diesem Gebäude hier zentrieren und hier aus dann abreisen werden. Aber wir haben ja so einiges hier jetzt noch zu erforschen. Unter anderem diese Seite hier, dann hoch, dann oben und unten beim Bauernhof und das Tal. Und hier müsste eigentlich die Kirche kommen. Jetzt nicht hier, da vorne ist sie perfekt. Die Hoffnung wäre groß, dass wir vielleicht etwas Lampenöl finden würden. Das wäre schön. Das wäre schön, Freunde. Ist hier was? Nein. Hier. Magnesiumfackeln sind auch noch gerne gesehen, weil wir haben ja, als wir zuletzt die Rehlederhose hergestellt haben, in dem dunklen Keller all unsere Fackeln verbraucht. Ja, nehmen wir mit, weil wir Stoff brauchen werden demnächst, weil uns ja der Wolf jetzt die Kleidung wieder beschädigt hat. Die Säge mit. Nein, dann brauche ich hier keine Art Batterien sammeln. Ich denke, das können wir auch später der Küstenstraße machen. Oh, die sind sogar noch gut. 16%, schade. 63, eine Revolverpatrone. Hier ist nichts. Gespannt, was wir in der Kirche finden. Was haben wir hier? Ist nichts. Ich könnte das benutzen. 45% sogar, schön.
Gut, dann ab in die Kirche. Schauen, was wir hier alles haben. Nicht sonderlich viel. Leider. Gut, das war's mit der Kirche. Hier ist dann weiter nichts zu finden. Schade eigentlich. Manchmal findet man hier doch gutes Zeug. Ich würde jetzt gerne an diesem Tag noch hoch auf den Hügel zu den Wohnwagen laufen. Und schauen, ob wir das noch schaffen, bevor das Wetter allzu schlecht wird. Der geht noch. Gut, weiter geht's. Hinauf zum Hügel. Gut, oben vermute ich jetzt mal, also ich hoffe, dass wir dort Lampenöl finden werden. Denn in dem Container ist die Chance immer hoch, dass dort Werkzeuge oder Lampenöl zu finden sind. So, wenn der Wolf nicht flieht, werden wir ihn schießen. Beziehungsweise anschießen. Kommst du, Wolfi, oder rennst du weg? Ein Treffer, so muss es sein. Ein zweiter ist auch noch hier. Ach, Freunde! Bitter, bitter, dann sitzt der hier, als ob er auf uns gewartet hätte. Ich dachte mir, jetzt laufe ich hier schnell, dass wir hier durch können. Eieiei. So, hier muss der Wohncontainer sein, da ist er. Aber zumindest hat er nicht lange auf uns rumgebissen. Ist gleich geflohen. Ich denke, das lag auch daran, weil wir ihn aufzeichnen. So. Weil wir ihn zumindest angeschossen haben. Jetzt kommt der Sturm. Den werden wir hier aussitzen. Wir müssen uns sowieso erholen. Von den ganzen Wolfsangriffen jetzt wieder. So, was haben wir denn hier Schönes? Schade. Gut, was müssten wir denn reparieren? Wir haben aber auch, denke ich, kein Nähzeug dabei, oder? Nee. Können aber zumindest das Zeug schon mal zerlegen für den Stoff. Ah, unsere Mütze ist jetzt bald hinüber. Werden wir uns nach einer anderen Alternative umschauen müssen. Oh.
würde aber gerne wahrscheinlich noch 2 Stunden warten, damit wir bis hoffentlich in die Morgenstunden schlafen können. Müssen wir was essen? Da würde ich sagen, die hier. Unter 30 oder unter 25% ist das eigentlich schon kritisch, dass man sich eine Lebensmittelvergiftung holen kann. Eine Aurora. Schön. So, Freunde. Es ist früh am Morgen. Wir werden hier noch etwas abwarten, bis die Sonne ganz aufgegangen ist. Vor allem ist es in den Morgenstunden eigentlich so gut wie eh immer zu kalt, draußen rumzulaufen. Gut. Das denke ich passt gut so. Was trinken? Werden wir hier noch nachladen. Gehen wir weiter. Wie ist das Wetter? Ah, ein schöner Tag. Ist da der Wolf gestorben? Wie sieht es denn mit unserem Wolfspelzmantel aus? 88. Könnte sein, dass da der Wolf liegt. Ach so, ja, den einen haben wir getötet, der liegt ja sowieso dort. Und hier wäre sogar ein Hirsch. Wie sieht es denn aus mit unseren Stiefeln und Hose? Wir würden auf jeden Fall einen Pelz brauchen. Dann nehmen wir hier den Pelz mit, die Innereien mit. Den Wolf auch noch auseinander, den wir da unten getötet haben. Und gehen zurück und trocknen das Zeug. Wir könnten eigentlich selbst das Fleisch mitnehmen. Kochen, denn ich denke, wir werden jetzt nicht mehr krank davon, da unser Kochskill schon relativ hoch ist jetzt. Der muss hier noch wo sein. Da ist er. Nehmen wir zumindest auch den Pelz mit, die Innereien mit und das Fleisch mit. Den Kollegen mal. Ah, er ist mir erst zur Hälfte gefroren. Schade. Okay, ich will das, das und das Fleisch haben. Jetzt haben wir Fährte 3. Jetzt wird es spannend, Freunde. Lassen wir die Waffe gleich mal gezückt. Beeilen uns, dass wir nach Hause kommen. Gut, dann können wir den ganzen Wolf verarbeiten, den Hirsch verarbeiten. Schön. Können wir unsere Sachen reparieren. Probieren dann vielleicht unser Glück gleich bei dem Bauernhof, oder? Jetzt haben wir den Friedhof entdeckt. Ist aber nichts sonderlich Spannendes, denke ich. Schauen wir mal kurz. Nee.
Also Liam Code liegt hier. Emily Camp. Jessica Roy. Und Liv Becker. Bald werden wir früher oder später auch dort liegen. Milton. Wird vielleicht das Sandberg, Freunde. Als ob sie uns aufgeladen hätten. Aber die werden beide sterben, da wir beide getroffen haben. Hat er einen Hasen getötet? Schnell hinein! Mit Fährte 3, ihr habt das jetzt gesehen, wie die da aggressiv sind. Das ist richtig krass. Gerade noch geschafft, Freunde. Dann legen wir das hier alles zum Trocknen auf. Die Innereien werden wir auch hier hinlegen. Gut, dann haben wir noch das Fleisch. Das würde ich ja gerne hier verarbeiten. Wenn ich es jetzt draußen lagere, werden es mit Sicherheit die Wölfe fressen. Schade, hier ist voll. Holz möchte ich sowieso gerne hier ablegen. Versuchen wir mal unser Glück, dass wir das Fleisch hier ablegen. Ich hoffe, die Wölfe fressen das nicht hier. Denn wenn wir es hier außerhalb lagern, gefriert es und ist länger haltbar. Ich denke, das ist ein guter Plan. So, wir werden jetzt noch etwas Wasser mitnehmen, was wir hier noch haben. 3 Liter und machen uns auf den Weg zum Bauernhof. So, Holzkohle wäre eigentlich auch schön gewesen, uns besser orientieren zu können. Ist jetzt die Frage, haben wir hier Holzkohle? Ja, 9 Stück sogar, die nehmen wir mit. Gut, haben wir hier eigentlich schon aufgezeichnet. Ja, hatten wir. Gut, wir müssen hier runter, denke ich. Verpisst euch mal, ey. Die sind echt schon richtig viele hier jetzt. Hier ist zumindest einer gestorben, da hinten. Schön. Ich denke, wir haben jetzt eigentlich alle 3 angeschossen. Die müssen eigentlich hier alle verenden. Ich hoffe, wir finden auch jetzt den Schlüssel zum Bauernhof. Denn der wäre schon noch lukrativ durchzusuchen.
da dort eine große Waffe sein kann, Munition, Revolver, dort können wir eigentlich, ist die Chance auf alles gegeben. Ein Reh. Und bevor wir hier abreisen, werden wir natürlich unsere Ausrüstung wieder auf Vordermann bringen. Brücke markieren wir uns mal. Und hier müsste doch eigentlich auch... Moment. Nee, das ist da hinten, das Versteck. Das wäre dann praktisch... Ich weiß, welche Brücke das ist. Da werden wir später hinlaufen. Nach dem hier. Da haben wir noch einen Weg. Da kommen wir hoch zum Funkturm und müssten eigentlich dann zu der Brücke auch kommen. Dort laufe ich zwar ungern hin, weil da so gut wie immer ein Bär ist und der im blödesten Fall mitten auf der Brücke steht. Aber da wir ja dort ein Versteck haben, das wir durchsuchen können, lohnt es sich zumindest, das Risiko auf uns zu nehmen. Schauen, was wir hier haben. Hier liegt auch manchmal etwas. Schon wieder ein Wolf. Da kommt er. Oh, der hat einen Hasen getötet. Habt ihr das gesehen? Mit den Vorderpfoten hat er ihn erlegt. Ja, frisst du in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Ich hoffe, wir finden den Schlüssel. Dieses Mal. 54% Brecheisen, nicht sonderlich gut. Ah, wir haben ihn. Schlüssel zum Bauernhof, perfekt. Perfekt, Freunde. Der Wolf frisst da hinten noch, aber ich glaube, er ist jetzt fertig. Da man nichts mehr hört. Getrocknetes Leder und noch mehr Metallschrott. Wolfi, bist du fertig, oder? Ja, du bist fertig. Er hat noch einen getötet. Du böser, böser Wolfi. Der tötet hier die ganzen Hasen, mein Gott. This will come in handy. Können wir den mitnehmen, weil dann... Ich töte ja keine Hasen, aber wenn er hier schon ist, nehmen wir ihn mit, weil dann können wir unsere Mütze reparieren mit dem Fell des Hasen. So, das Auto hier wollte ich noch durchsuchen, bevor wir in den Bauernhof gehen, Freunde. In der letzten Staffel könnt ihr euch sicher noch erinnern, sind wir ja hier in dem Auto eingeschlossen gewesen, umringt von Wölfen. Und Schlechtwetter. Oh, wirklich? Der Wolfer-Skill müsste jetzt dann bald 5 sein, so viel wie wir jetzt schon treffen. Schön, wir können in den Bauernhof, Freunde. Können auch direkt die Waffe hier nachladen.
Okay, das haben wir erledigt. Dann möchte ich gerne etwas Licht haben. Wir nehmen jetzt hier tatsächlich so eine, um das Lampenöl zu sparen. Und schauen wir mal, was wir hier alles haben. Perfekt. Oh, die sind auch noch gut. 2 Liter Wasser, schön. Hier ist nichts weiter. Okay. Wäre eigentlich eine schöne Basis hier, der Bauernhof. Wenn er nicht so weit abseits vom Schuss wäre. Ah, 73% Kaffee, sehr gut. Er ist immer gern gesehen. Okay, und der hier ist sicher... Ah, der schimmelt schon. Okay, ist hier was drin? Nein. Dann hier. Oh. Schuss für die große Waffe. Sehr schön. Ah, der ist kaputt. Schwefelpulver. Yay. Brauchen wir ja zum Munition herstellen, Freunde. Was wir demnächst in Angriff nehmen werden. Okay, hier ist dann nichts weiter mehr, was wir brauchen können. Schauen, ob wir eh nichts übersehen haben. Ah, hier eine Gewehrpatrone. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil wir ja nicht sonderlich viele haben für die große Waffe. Oh, noch mehrere Wolfer-Munition. Okay. Hier ist dann nichts weiter. Hier haben wir auch noch Holzkohle, ein Revolver, guter Zustand sogar. Nehmen wir alles mit, wir haben ja jetzt Platz im Rucksack. Schön, da haben wir schon richtig gutes Zeug gefunden jetzt. Gibt es hier noch ein Obergeschoss? Nein. Hier waren wir auch schon. Können aber die Dosen noch mitnehmen. Gut. Schön, haben wir schon wieder so einiges gefunden, Freunde. Ich hoffe, das fängt nicht an zu brennen. Okay, aus dem hier, den können wir ja zerlegen für die Haut und die Innereien. Das Fleisch. Man, I could use a drink. Das Fleisch würden wir eigentlich gar nicht benötigen, sondern das hier, damit wir dann später unsere Mütze reparieren können. Das wäre das Ziel. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg wieder nach oben zu unserem Gebäude. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Das geht klar soweit. Gut. Machen wir uns auf den Weg. Was habe ich mir gedacht, dass wir genau den falschen Revolver jetzt auf der Hotkey-Taste haben? Aber ist nicht sonderlich schlimm. Wir können ja die wieder entladen. Also laden wir den hier auch nach.
und machen uns auf den Rückweg. Ein großer Motor, vielleicht Notstrom, eventuell. Da ist er jetzt gestorben, der Wolf. Dann nehmen wir von ihm auch gleich noch etwas mit, würde ich sagen, wenn wir schon dabei sind. Den können wir jetzt aber vierteln. Das dauert eine Stunde. Ich hoffe, das Wetter bleibt schön. Ja. Dann nehmen wir mit das, 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 das und das. Also einmal alles. Dann können wir uns wahrscheinlich jetzt mit den beiden Wölfen wieder den Bonus aneignen, den Sat-Bonus. 5 Tage nicht unter Kalorien Null fallen. Dann können wir nochmals für mehr Ausrüstung mit nach Hause nehmen. Nochmals plus 5 Kilo. Ich denke, mit 2 Wölfen wird sich das schön ausgehen, dass wir den Bonus aufbauen. Da werden wir jetzt das Fleisch alles verkochen. Genau. Das denke ich ein guter Plan. Müssen wir nur noch heil oben ankommen. Das Wetter ja so schön ist jetzt gerade, habe ich da nicht allzu große Sorgen, dass wir nicht ankommen würden. Ihr wisst ja, in der letzten Staffel hier war das Wetter miserabel. Da hatten wir Mühe und Not von hier bis hierhin die Brücke gefunden, weil wir gar nichts gesehen haben. Ist da noch ein Haus? Schon, denke ich, denn da ist ja der abgebrannte, die abgebrannte Schule. Aber ein Haus fehlt mir hier immer noch. Ich erinnere mich, dass irgendwo hier so auf einem kleinen Hügel ein Gebäude war. Das können wir ja am nächsten Tag suchen. Ich denke, jetzt ist oberste Priorität, zu unserem Zuhause zu kommen, dort das Fleisch zuzubereiten, die Pelze zu trocknen und vorzubereiten für den weiteren Weg. Der nächste Pfad wird dann der hier nach oben sein, zu dem Tower und dann hinten zu dem Versteck. Ist dann auch wahrscheinlich ein Wolf gestorben. Das ist jetzt die Frage, ob wir den auch noch gleich mitnehmen sollten. Schauen wir mal, ob es tatsächlich ein Wolf ist. Und wenn wir jetzt schon beim Pelze trocknen sind, ist das schon egal, wenn wir mehrere Stück machen. Aber jetzt mit der Fährte möchte ich eigentlich die Waffe nicht mehr wegstecken. Ja, was schon alles passiert ist. Ein Nähzeug, schön. Der da oben? Ah, da ist er. Okay, den nehmen wir mit.
come in handy. Gut, Wolfi, dann nehmen wir dich auch noch mit. Bis wir dich ausgeschlachtet haben, wird es wahrscheinlich dunkel sein. Das Fleisch schimmelt schon, dann nehmen wir zumindest das hier mit. Das ist schnell gegangen hier mit dem Schimmeln. Jetzt aber ab nach Hause. Jetzt sind wir so überladen, dass wir nicht mal mehr laufen können. Ah, da waren wir doch auch sicher noch nicht drin in den beiden, oder? Mal schauen. Mal schauen, ob wir hier einen neuen Ort bekommen. Ah, neuer Ort, tatsächlich. Durchsuchen wir auch noch rasch. Zeit. Perfekt. Nee, mit 21% ist mir die zu risky. Das haben wir schon. Hier ist nichts. Ein Dosenöffner. Hier wäre noch mal mehr Wasser. Ist die Frage, wie viel wir jetzt noch tragen können. Antibiotika. Und ein Obergeschoss haben wir auch noch. Ein Kinderbett. Ist nichts weiter. Ja, wir müssen jetzt zuerst Zeug ablegen gehen. Das eine Häuschen hier dann später machen. Weil wir sind so überladen, Freunde. Das geht so nicht mehr. It's getting dark out here. I'll look for shelter. Das dann später. Wir legen jetzt zuerst oben das Zeug ab. Kochen den Wolf. Verarbeiten ein bisschen Zeug. Und dann gehen wir hier rein. Lampenöl oder was gefunden, hätte ich gerne mal ein paar Fackeln hergestellt eigentlich. Aber leider kein Glück. So, dann können wir hier die Innereien alle noch ablegen. Alle fünf. Hier können wir noch einen Pelz ablegen. Haben wir hier noch einen Wolfspelz und noch einen Wolfspelz. Gut. Dann brauchen wir Brennholz. Hä? Ist hier nicht mehr Holz, Willi? Feuer. Und wir sehen ja definitiv zu wenig. Okay, das reicht aber noch nicht. So, ich möchte hier gleich den Wolf
verarbeiten. Nehmen hier mal eine Fackel mit. Holen wir das Fleisch ab, was wir hier haben. Können das gleich verkochen. So, Fleisch. Zack. Zack. Das dauert jetzt eine Stunde. Dann können wir hier noch was ablegen. Die beiden und den Kochtopf. Das und das. Den Kaffee. Brennholz, Freunde. 6 Stück bekommen wir hier, aber das dauert 3 Stunden. Hatten wir hier noch Brennholz in dem Kasten? Nein, schade. Den könnten wir auseinandernehmen. Erste Ladung fertig. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Die Frage, ob wir das jetzt essen können, ohne krank zu werden. Nee, Risiko eines Darmparasitenbefalls. Verzehr von Raubtierfleisch 1%. Okay. Wie viel können wir da essen, bis das steigt? 4%. Also da würde einiges gehen tatsächlich. Das liegt dann wahrscheinlich an dem Schwierigkeitsgrad, dass wir das fix haben. Aber ich möchte mich einmal satt essen. Schön. Haben wir jetzt eigentlich noch mehr Fleisch? Ja, hier hatten wir noch Fleisch. Jetzt kommen wir 5 Kilo. Hier auch noch Fleisch. Nein, nicht Wasser, du sollst das restliche Fleisch hier noch kochen. Cool. Schon schlafen gehen. Nicht über die Pelze laufen. Cool. Freunde, wir sind jetzt gut aufgestellt. Schön, schön. So, dann essen wir noch. Ne, lassen wir das so. Gut, Freunde. An dieser Stelle werde ich die Episode hier beenden. Wir sind bei Tag 97 angekommen in diesem Let's Play. Wir haben schon gut Fortschritte gemacht.
Bewerten, liken, kommentieren, gegebenenfalls abonnieren nicht vergessen. Freue mich über jegliches Feedback. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen uns bei der nächsten Episode The Long Dark. Ciao, ciao, ich bin euer Wacko LP. Bis zum nächsten Mal.